1 Million Menschen in Deutschland arbeiten und sind trotzdem auf Hartz IV angewiesen. Sie sind Aufstocker. Der Mindestlohn, der hat ein bisschen was dran geändert, aber es ist halt immer noch so, dass allein in Berlin rund 120.000 Menschen arbeiten und Leistung vom Jobcenter beziehen. Sie empfinden sich beim Jobcenter, wenn sie dort Leistungen beantragen, wie Bittsteller, wie Menschen zweiter Klasse, die jetzt hier eine Leistung erbitten müssen, obwohl sie doch arbeiten. Wenn man das hört, oh, die ist beim Jobcenter Hartz IV, hört sich immer schlecht an. Ja, obwohl wir beide berufstätig sind und auch gern mehr arbeiten würde, aber im Moment findet sich halt leider nichts. Sie hat schon bei vielen Konzerten und Festivals als Roadie gearbeitet, Corinna Stammer. Dieses Jahr wurde sie nicht allzu oft gebucht. Viele Festivals fielen ins Wasser. Das Wetter spielte nicht mit. Seit über 30 Jahren arbeitet sie bei Musikveranstaltungen, bei kleinen, aber auch großen Festivals. Die schwere körperliche Arbeit scheint der 53-Jährigen nichts auszumachen. Das ist mein Fitnessstudio. Training halt. Früher kannten sich viele Roadies gut. Seitdem Zeitarbeitsfirmen groß ins Geschäft eingestiegen sind, fehlt oft die familiäre Atmosphäre unter den Helfern. Wichtig für Corinna Stammer. Früher war das fast eine Ersatzfamilie für sie. Jetzt ist es halt so, dass halt kaum noch Leute da sind, die es schon lang machen, die überhaupt das mit Herzblut machen. Oder weil es ihr Leben. Das ist nicht zum Lebensinhalt, das muss zum Lebensinhalt sein, sonst hat man ganz Spaß an dem Job. Und auch bei der Bezahlung haben sich die Zeiten geändert. Vom Mindestlohn bleibt ihr nach Abzug aller Kosten wenig übrig. Corinna Stammer bekommt zu ihrem Lohn noch Geld vom Jobcenter. Sie ist eine sogenannte Aufstockerin. Ich meine, es ist blöd einfach, es ist ein komisches Gefühl, ist klar. Macht man nicht unbedingt gerne vielleicht, aber wenn man die Hoffnung hat, dass man dann doch vielleicht ein paar Penning mehr jeden Monat hat, geht man da auch hin. Und ich meine, ich hatte ja auch gleichzeitig mich auch, habe ich mich da in diese Stellenbörse setzen lassen, falls ich einen anderen, einen besseren Job oder einen Job gefunden hätte oder mich jemand genommen hätte, wo ich halt fest hätte arbeiten können, hätte ich das auch gemacht. Aber ja, in dem Alter mag einem keiner mehr so unbedingt. Oder gibt einem keine mehr Chance, obwohl er einen gar nicht kennt. Das ist leider so. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Na? Freue mich, Sie zu sehen. Ja, gleichfalls. Wie geht's Ihnen? Gut? Ja, ja, danke. Haben Sie gut geschlafen? Ausgezeichnet, danke schön. Schön. Ja. Gut. Auch Claudia Wiese ist eine Aufstockerin. Ihren zweiten Patienten an diesem Morgen betreut sie regelmäßig. Der 88-Jährige ist heute gut gelaunt. Wie war denn Ihr Geburtstag gestern? Wunderschön. Ja? Kam Ihr Besuch das noch? Wetter war ja ideal. Ja, wird endlich wieder schöner, ne? Und ein großer Teil der Familie hat sich ja hier schon versammelt. Haben Sie denn was bekommen? Ein Geschenk oder so? Das Geschenk ist, dass die Familie zusammenkommt und sich um mich kümmert. Die 28-Jährige arbeitet für ein mobiles Pflegeteam in Rheinbeek bei Hamburg. Ja. Das freut mich. Wenn Sie so in meinem Alter sind und in meinem Zustand, haben Sie nicht viele Anregungen. Dann sind das die kleinen Lichtblicke des Tages. Das ist so mit eins der leichteren Sachen, mit den Strümpfen anziehen, Blutzucker messen und so weiter. Aber es gibt natürlich auch härtere Fälle, ne? Und da ist die Arbeit auch ein bisschen schweißtreibender. Ja, aber grundsätzlich ist es vom Kopf her eine Sache, ne? Also wenn der Kopf nicht mitmacht, dann ist der Job generell schwer. Ob Strümpfe oder Grundpflege. Auch Claudia Wiese bekommt zu ihrem Lohn noch Geld vom Jobcenter. Obwohl ihr mehr als der Mindestlohn gezahlt wird, erhält sie also aufstockend noch Hartz IV. Dabei wird ihr monatlicher Verdienst bis auf einen Freibetrag von 180 € mit dem Hartz IV-Satz verrechnet.
Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich sag mal so, wenn ich jetzt einen Partner hätte, dann würde das wegfallen. Ne? Dann wäre das zweite Einkommen da und dann wäre das Ding so gegessen. Ne? Und ja, so bin ich drauf angewiesen und nehme das aber trotzdem auch in Anspruch. Also ich könnte ja auch sagen, nö, ich melde mich da ab. Aber sehe ich irgendwo nicht ein, weil ich ja doch auch Geld zum Leben brauche. Claudia Wiese ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Ihr Sohn geht in den Kindergarten, die Tochter wurde gerade eingeschult. Rund 1000 Euro verdient sie. Geld bekommt sie außerdem von der Unterhaltskasse und 350 Euro vom Jobcenter. Damit kommt sie über die Runden. Aber etwas zurücklegen für härtere Zeiten, eine Krankheit zum Beispiel, ist nicht möglich. Und auch auf eine gute Rente kann sie damit nicht hoffen. Doch viele Gedanken darüber kann sie sich nicht machen. Dafür hat sie als alleinerziehende Mutter kaum Zeit. Das Geld, was ich habe, das reicht auch für den Monat. Also wir nagen jetzt nicht am Hungerstod, das reicht vom Monatsanfang bis Ende. Aber zum Sparen reicht es nicht. Also da müsste deutlich mehr an Einkommen sein. Nach der Trennung war das schon, dass man sauer war, dass man da so alleine sitzen gelassen wird mit den ganzen Sachen. Aber es ist ja schon ein paar Jahre her und ich habe damit gut gelernt zu leben. Und ja, ich sag mal, ich komme auch so gut klar, ne? Und bin so selbst die starke Frau in meinem Hintergrund. Und ja, da ist ein Mann natürlich ein Zusatz, aber wenn nicht, dann klappt das auch so. Die beiden größten Gruppen unter den Aufstockern in Deutschland sind Singles oder Paare mit Kindern. Frau Müller, wie wir sie nennen, gehört mit ihrem Mann dazu und möchte nicht erkannt werden. Sie arbeitet 16 Stunden die Woche bei einem Zahnarzt und erhält den Mindestlohn. Ihr Mann arbeitet als Leiharbeiter. Nur unregelmäßig wird er angefordert. Kein Grund, sich für das Geld vom Jobcenter zu schämen oder unerkannt bleiben zu wollen. Das Problem sind meine Kinder, die möchten das nicht. Falls das jemand im Fernsehen sieht, dann nicht, dass er dann nachher gehänselt wird oder irgendwas. Oh, deine Eltern, die sind beim Jobcenter, weil es hat irgendwo immer so negative Beeinflussungen. Aufstocker müssen ihr Einkommen und was dazu gehört, jeden Monat genau offenlegen. Dann berechnet das Jobcenter, wie viel Geld sie zusätzlich erhalten oder zurückzahlen müssen. Die Berechnung kann dauern. Unerwartete Rückzahlungen sind eine große Belastung. Ja, im Moment ist meine Geduld am Ende, muss ich sagen. Weil das, wie gesagt, das zieht sich jetzt seit März schon. Jetzt haben wir August und jetzt möchte ich mal so langsam wieder meine Abrechnungen bekommen. Eigentlich hat Frau Müller 3 Wochen Urlaub. Doch die hat die Familie nur zu Hause verbracht. Mit einem ihrer Kinder und ihrem Ehemann schaut sie wenigstens beim alljährlichen Volksfest, dem Saarspektakel in Saarbrücken, vorbei. Luxus ist für die Familie absolut tabu. Bei Müllers wird gespart, wo es geht, auch beim Essen oder der Kleidung. Heute gönnen sie sich mal ein Eis. 1100 Euro verdienen Frau Müller und ihr Mann im Monat. Rund 800 Euro zahlt das Jobcenter. Damit kommt die vierköpfige Familie auf 1.900 Euro im Monat. Ihre Wohnung ist nicht allzu groß und ein Auto können sie sich damit nicht leisten. Für eine Urlaubsreise der Familie reicht das Geld auch dieses Jahr wieder nicht. Gut, sicher, im Urlaub in Italien ist sicher schöner wie jetzt hier das Saarspektakel. Aber ich sage mal, besser wie gar nichts. Nicht nur immer in der Wohnung sitzen. Schön, schönes Wetter, alles. Und müssen wir es uns halt schön machen. Richtig vorwärts geht es finanziell derzeit nicht. Aber sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Mein Mann ist auch bemüht, eine Ganztagsstelle zu bekommen. Also er ist unter in der Arbeitsagentur, wo er regelmäßig Jobangebote bekommt, wo wir auch die Bewerbungen schreiben. Aber das kann man halt nur mal absagen. Ne? Man kriegt ja bei den Absagen eigentlich keine Erklärung. Nur, dass es halt nicht geklappt hat und dass es ein Leid tut und dass es nicht an der Person selbst liegt. Doch ihr Leben will sich die Familie nicht vermiesen lassen. Die Müllers hoffen auch, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen und einmal finanziell besser dastehen. Frau Müller holt sich zudem beim Diakonischen Werk Hilfe. Zur Beratungsstelle kommen immer häufiger Menschen wie sie, die zwar arbeiten, aber damit ein zu geringes Einkommen erzielen.
Seit über 20 Jahren berät Rudi Geißel hier Menschen, die nicht wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt sicherstellen sollen. Wasserzuschläge, weil sie elektrische Boiler haben. Gerade Aufstocker, die schon einen Job haben, suchen sehr aktiv, um eine bessere Stelle zu finden. Der Mindestlohn hat ihre Situation nicht grundsätzlich verbessert. Mit 8,50 Euro Bruttostundenlohn ist in der Regel keine Familie zu ernähren. Das ist allgemein bekannt. Und die Menschen landen sozusagen bei mir in der Beratung. Wenn eine vierköpfige Familie ist, wenn man mal so dieses Standard-Trollenbild sich vorstellt, der erwerbstätige Familienvater, verheiratet mit zwei Kindern und arbeitet Vollzeit mit Mindestlohn, wird in aller Regel nicht genug verdienen, um die Miete und den Lebensunterhalt sicherzustellen. Und das hat stark zugenommen. Menschen mit Mindestlohn in prekären Arbeitsverhältnissen oder mehrere Minijobs parallel. Eine Erfahrung, die auch das Arbeitslosenzentrum der evangelischen Kirchenkreise in Berlin bestätigt. Seit 7 Jahren fahren die Mitarbeiter im Sommer mit einem Beratungsbus vor die Jobcenter der Stadt. Immer wieder suchen Aufstocker kostenlose Hilfe. Also ich soll mich da mal ganz genau erkundigen, weil im Moment, wo ich ja nur halbtags arbeite, da schaffe ich ja so einen Umzug alleine nicht zu bezahlen. Also es geht einfach nicht. Und wenn ich umziehen würde und mein Arbeitsweg sich verkürzt, dann könnte mein Betrieb mir ja auch mehr Stunden zuteilen und dann wäre ich vielleicht aus Hartz IV irgendwie total raus. Das ist natürlich ein Totschlagargument. Heute sind die Experten in Spandau. Mehr als 2000 Beratungen gab es seit Beginn der Aktion. In Berlin leben 500.000 Hartz-IV-Empfänger, davon 120.000 Aufstocker. Die Anfragen drehen sich vor allem um die richtige Berechnung der Einkommen. Die Bescheide sind etwas besser geworden im Vergleich zu früher, aber es ist nach wie vor so, dass die schwer zu verstehen sind. Also auch für Menschen, die eine gute Schulbildung haben. Ja. Also wir kennen Bescheide von sogenannten zeitweisen Bedarfsgemeinschaften, also wo die Eltern getrennt leben und das Kind pendelt hin und her. Die können über 100 Seiten haben. Corinna Stammer ist auf dem Weg zu ihrer zweiten Arbeitsstelle. Neben ihrem Roadie-Job als Helferin bei Konzerten arbeitet sie in Kaiserslautern auch noch als Reinigungskraft. Ein Auto kann sie sich nicht leisten. Sie ist auf den Bus angewiesen. 15 Kilometer ist ihre Arbeitsstelle entfernt. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich mich echt dran gewöhnt und weiß, dass es auch echt anders sehr gut geht, wenn man sich mit Menschen arrangiert oder irgendwie ein bisschen erfinderisch ist. Was ich musste halt lernen auch mit der Zeit, aber das geht alles. Und nö, ich würde keinen Führerschein mehr machen. Das Geld spare ich mir, das werde ich auch nicht mehr zusammenkriegen. Auch wenn ich jetzt einen Festjob kriege, würde ich das nicht mehr. Das ist einfach eine Dimension, das sprengt alles. Corinna Stammer fährt mit Bus und Bahn und manchmal nehmen sie auch Freunde mit. 2 Tage in der Woche kann sie bei einem Verein einige Stunden arbeiten. Das ist wichtig, damit sie überhaupt durch den Monat kommt. Auch bei ihrem Zweitjob arbeitet sie für den Mindestlohn. Dadurch hat sie im Monat rund 900 Euro, von denen sie leben muss. Aber sie ist dankbar, dass sie den Putzjob bekommen hat. Spaß macht es ihr vor allem, wenn sie Kollegen dabei trifft. Eine besser bezahlte Arbeit würde sie sich natürlich wünschen, selbst wenn ihr Geld nicht viel bedeutet. Früher hatte sie einmal ganz andere Ziele. Mein Lebensinhalt wird es nicht und wird es auch nicht werden. Aber es hört zwar blöd an, ich habe sogar Studium hinein. Ich habe Pädagogenpsychologie mit Schwerpunkt Kriminologie studiert. Habe leider nur das Vordiplom gemacht, weil in der Zeit meine Eltern beide verstorben sind. Da musste ich erst selbst gucken, wie ich klarkomme. Deswegen bin ich dann da auch bei den Konzerten halt hängen geblieben, weil ich mir so mein Studium finanziert habe. Und ich denke halt, muss ich, egal wie, muss. Und so ist jetzt auch, glaube ich, mir hier immer irgendwas Positives suchen. Und so kommt sie auch klar mit dem, was sie hat. Ich drehe halt jeden Penning 5-mal um, aber das habe ich halt auch lernen müssen. Das, also ich war früher gerne mal auch privat weg, aber das habe ich halt minimiert. Also ich habe mir halt dafür mein Zuhause jetzt schön gemacht und gucke halt, dass Leute zu mir kommen oder wenn es geht, besuche ich Leute irgendwie so.
In ihrer kleinen Wohnung im pfälzischen Otterberg lebt sie seit 4 Jahren. Sie selbst bezeichnet ihre gemütliche Bleibe als Hexenhäuschen. Von den 900 Euro, die ihr zur Verfügung stehen, muss sie auch die Miete bestreiten. Die Wohnung ist voller Erinnerungsstücke an Konzerte und Festivals, auf denen sie gearbeitet hat. Auch bekannte Musiker haben ihr Souvenirs geschenkt. Für Corinna Stammer eine Kostbarkeit. Danach gefragt hat sie allerdings nie, eine Art Ehrenkodex für die 53-Jährige. Vor allem die kleinen Gitarrenplektren der Bands hat sie aufgehoben. Verkaufen will sie sie aber nicht. Sie sind ein Teil ihrer Lebensgeschichte. Corinna Stammer weiß, dass es schwierig ist im Roadie-Geschäft, wenn man älter wird. Wenn ich mal draußen bin, aus dem Ganzen, bin ich weg vom Fenster. Also wenn man da aufhört, in dem Konzertgewerbe, einmal ist vorbei, dann sind sie draußen. Da kommen sie nie mehr rein. Also ich sowieso nicht mehr in dem Alter, das kann man vergessen. Und das will ich nicht, das ist halt einfach mein Leben. Der Knochenjob im Konzertgeschäft, auch als Roadie, dicht dran zu sein an den Musikern. Das alles hat ihr immer viel Spaß gemacht. Sparen konnte sie in all den Jahren nichts. Ein Problem bei der Arbeit als Roadie, die Fahrtkosten zu den Konzerten muss sie selbst bezahlen, die werden ihr nicht erstattet. Manchmal lässt sie sich einen Vorschuss geben vom Auftraggeber, damit sie wenigstens zum Veranstaltungsort hinkommt. Ich habe keine Verwandte, überhaupt keine Verwandte. Ich bin allein schon seit Jahrzehnten. Und ich leihe mir ungern Geld, weil das muss ich auch wieder zurückgeben nächsten Monat. Das heißt, nächsten Monat wird es dann noch knapper im Prinzip. Also das ist Quatsch, das ist ein, ja. Was ich mache, ich gehe halt alle 3 Monate Blutspende, weil ich weiß, da kriege ich 500 Euro dafür. Das ist immerhin irgendwas halt, das ist viel Geld, finde ich. Also in dem Moment, für einmal Blut zu spenden und ich kann was Gutes also mit tun, damit kann ich mir ab und zu mal noch ein paar Penning organisieren. Ansonsten gute Freunde, die halt wissen, wie mir es geht, die mir vielleicht dann auch mal was weiß ich, ja, einen Kuchen vorbeibringen oder was sie halt so haben. Aber fragen würde ich dann niemand drum. Das kann ich nicht. Das Früher hatte sie mit ihren Hunden in einem kleinen Haus im Wald gewohnt. Als sie dort raus musste, war es nicht so einfach, etwas Neues zu finden. Dann habe ich halt auch eine ganz üble Absteige eine Zeit lang wohnen müssen, wo mir echt reingeregnet hat. Aber das waren die einzigen, wo ich halt, das steht da oben übrigens, das Haus, da bin ich nämlich, dadurch bin ich hier dran gekommen. Und deswegen, ich finde meine Wohnung toll und mein Häuschen, ich bin stolz, dass ich das habe, für das, dass ich eigentlich nie viel Geld verdient habe und dass ich immer aus nichts viel gemacht habe vielleicht. Also so jetzt aus Sachen viel gemacht habe und ja. Ich wollte im Moment mit niemandem tauschen, muss ich sagen. Zurück in Rheinweg. Claudia Wiese ist bei ihrem nächsten Patienten. Der ehemalige Springreiter hatte vor 4 Jahren beim Training einen Unfall und verletzte sich an der Wirbelsäule. Claudia Wiese verbringt heute 4 Stunden bei ihm, unterstützt ihn auch bei den Übungen. Der 41-Jährige hofft, mit ihrer Hilfe wieder das völlig unabhängige Laufen zu erreichen. Er ist ehrgeizig. Zusammen haben sie schon mehr geschafft, als nach dem Unfall zu erwarten war. Er weiß, dass sie auch noch Hartz IV vom Jobcenter bekommt. Es ist eine Frage, die mich des Öfteren beschäftigt. Denn man sagt auch, dass wir im reichsten Land Europas leben. Und wenn man dann hört und mitbekommt, dass jemand wirklich jeden Tag arbeitet und trotzdem nicht genug Geld verdient, um seine Familie ernähren zu können, stellen sich einige Fragen, aber was über alles steht ja bei Frau Wiese sowieso, dass sie alles dafür tut, dass sie ihre Familie ernähren kann und dafür auch keine Mühe scheut.
Zu Hause bleiben würde für mich nicht in Frage kommen, da würde mir die Decke auf den Kopf fallen. Ich muss irgendwie gebraucht werden. Ich habe da so ein Helfersyndrom. Und es war schon immer meins, ne? So medizinische Geschichten. Und da gehe ich voll auf. Ne? Also nur Kinder zu Hause, Hausfrau spielen, ist nicht mein Ding. Mhm. Und da habe ich meine Berufung drin gefunden und das fällt mir einfach leicht. Als Pflegehelferin arbeitet Claudia Wiese jede Woche mindestens 25 Stunden. Meine Kinder sind 5 und 7 und dadurch fordern die natürlich auch ganz schön. Wenn sie etwas größer sind, dann würde ich mehr Stunden arbeiten, dann ist natürlich das Gehalt größer. Aber im Moment ist es einfach nicht anders möglich und dann muss ich damit so leben. Claudia Wiese ist zufrieden mit ihrer Arbeitsstelle. Der Stundenplan mit ihren Fahrten ist durchaus flexibel. Und das ist wichtig bei kleinen Kindern, die auch mal krank werden können, weiß auch ihre Chefin. Und eine alleinerziehende Mutter ist schnell im Dauerstress. Claudia Wiese bekommt schon mehr als den Mindestlohn. Üppig ist ihr Einkommen trotzdem nicht. Ein sehr viel höherer Lohn ist aber nicht möglich. Das ist auf dem umkämpften Markt und bei den üblichen Verträgen mit den Krankenkassen nicht machbar. Problem ist eigentlich, sie bekommt Unterstützung und wenn sie Überstunden macht, kann man die nicht auszahlen, weil dann wird ihr gleichzeitig wieder das gegengerechnet. Von daher kann man es eigentlich nur mit Freizeitausgleich ausgleichen. Vielleicht Freitag noch mal einmal. Ärgerlich und ein Hindernis für die Arbeitgeberin. Sie würde sich freuen, wenn ihre Angestellte auch mal mehr Stunden arbeiten könnte. Ein bisschen raus in die Sonne. Auch Claudia Wiese muss den Lohn und die Nebenkosten beim Jobcenter monatlich genau angeben. Privat hat sie Glück, denn ihre Eltern unterstützen sie sehr. Bei ihnen hat sie auch mit den Kindern die letzten Sommerferien verbracht. Dass sie sich aber nicht alles leisten kann und mit jedem Cent rechnen muss, haben auch ihre 2 Kinder schon mitbekommen. Sie kriegen es in der Hinsicht mit, dass ich sie so schon erziehe, dass man halt eine gewisse Summe an Geld hat. Und wenn das weniger wird, dass man sich eben nur dann das kaufen kann, wofür das Geld da ist. Und wenn kein Geld da ist, kann man nicht kaufen. Ne? Und dementsprechend, ja, wissen Sie, meine Tochter ist schon ganz schlau. Die fragt dann, können wir uns das, kann ich mir das leisten? Und ja, da bin ich, denke ich, gut auf einem guten Weg. Zu schaffen macht der jungen Mutter immer wieder die Bürokratie beim Jobcenter. Derzeit kämpft sie darum, dass ein geringes Urlaubsgeld nicht angerechnet wird auf ihr Einkommen. Unterstützung hat sie von Frank Stege erhalten. Er ist als unabhängiger Berater von den Jobcentern im Kreis Herzogtum Lauenburg engagiert worden. Er soll Aufstockern helfen, aus der Hartz-IV-Falle zu kommen. Ich denke, der erste Ansatz ist, diese menschliche Beziehung herzustellen, um dann zu gucken, was kriegen wir im zweiten Ansatz hin, um die finanzielle Situation zu ändern. Es gibt dann eben leider auch Fälle, wo das nicht möglich ist. Das kann man dann nicht ändern. Wenn da eine alleinerziehende Mutti ist, die auf 2 Kinder aufpassen muss, dann kann die nicht viel mehr als 20 Stunden arbeiten. Dann ist diese Situation so, wie sie ist, arbeitstechnisch. Aber es gibt ja eben noch andere Leistungen, diese sogenannten vorrangigen Leistungen, zum Beispiel Wohngeld, Kinderzuschlag und ähnliches. Das klopfen wir dann ab. Manchmal ist es auch eine Weiterqualifizierung. Auf lange Sicht hat mir schon was gebracht, weil man Hintergrundwissen erfährt. Um später zu wissen, wenn der Stand sich zum Beispiel mit der Partnerschaft verändert, dann weiß ich, was dann zu tun wäre und kann dann die Schritte einleiten. Also kurzfristig zwar nicht, aber langfristig ja. Seit 2 Jahren arbeiten Frank Stege und ein Kollege als Berater in dem Modellprojekt für die Jobcenter im Kreis Herzogtum Lauenburg. Die Gespräche mit den Teilnehmern sind vertraulich. Darauf legen Stege und sein Kollege Wert. Sie sehen sich als individueller Personal Coach für die Aufstocker. Das Problem ist ja eben, die haben ihren Job und wollen den ja gar nicht loswerden, fragen sich, was wollen sie hier im Jobcenter oder beziehungsweise bei uns? Warum kommt jetzt da nochmal eine Beratung? Das brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Bis zu endlich jemand, der mir hilft, individuell hilft, weil das ist wirklich eine Einzel-Coaching-Geschichte, individuell abgestimmt auf die Teilnehmer. 340 Aufstocker haben bisher an dem Projekt teilgenommen. Rund 100 von ihnen sind nun nicht mehr auf Hartz IV angewiesen. Für den Chef der beiden Berater durchaus logisch. Grundsätzlich bin ich der Meinung, das kann man überall in Deutschland umsetzen, weil ein sehr großer Teil der Arbeitslosen beim Jobcenter
beziehen aufstockende Leistungen. Das würde ich mal bundesweit sagen, bei einem Jobcenter Plus oder Minus, etwa ein Viertel aller Leute, die Hartz IV beziehen, arbeiten. Das wissen die wenigsten. Die arbeiten, können aber von dem Lohn, den sie erhalten, nicht leben. Insofern ist das eine Sache, die überall in Deutschland gemacht werden kann. Und es ist auch eine Sache des Respekts für diese Leute, dass man sagt, ja, ich finde es toll, ihr arbeitet und ihr bekommt einfach mal eine zusätzliche Unterstützung. Eine zusätzliche Unterstützung wäre wohl auch Corinna Stammer ganz recht. Sie musste lernen zu sparen, wo immer es geht. Vor kurzem verletzte sie sich am Fuß, zum Glück nicht schwer. Denn Verdienstausfall und unvorhergesehene Ausgaben kann sie sich einfach nicht leisten. Friseur, gut, ich habe mein Haarschnitt, brauche nicht so viel Friseur. Und ich habe Naturhaar, das blieb mir erspart. Und färben kann ich selbst. Arzt, gut, beim normalen Hausarzt kannst du ja gehen ohne weiteres. Schwierig wird es dann wieder Medikamente zu kaufen, wenn du welche brauchst. Das ist dann manchmal auch unter dem Strich geblieben. Das ging dann halt nicht. Zahnarzt ging gar nicht, weil da musst du ja für jeden Pups dazu bezahlen. Und also Vorsorge so sagen, gehe gar nicht. Das hat man verloren. Das geht nicht. Als Rodi bei Konzerten wird Corinna Stammer normalerweise durch eine Zeitarbeitsfirma gebucht. Die bezahlt ihr jetzt nur noch den Mindestlohn. Früher hat sie fast das Doppelte verdient. Auch ihre langjährige Erfahrung als selbstständige Hilfstechnikerin wurde höher eingeschätzt. Im Prinzip, also bringt mir der Mindestlohn jetzt gar nichts, auf Deutsch gesagt. Und ich habe halt auch noch den Zusatz, dass ich nicht mehr so viele Stunden arbeiten darf wie vorher, sondern dass ich nur noch so und so viele Stunden arbeiten darf. Und halt auch noch, wenn sie wollen, mich, was will ich, morgens nach Frankfurt schicken zum Aufbau für 4 Stunden und dann ja abends dann, was will ich, nach Timbuktu für 2 Stunden zum Abbau. Und die Fahrtkosten übernimmt kein Mensch. Beim Abbau nach dem Konzert ist Corinna Stammer wieder voll in ihrem Element. Zur Band heute hatte sie keinen Kontakt, das findet sie schade. Manchmal ist das anders. Mit Eros Ramazzotti hat sie in einer Pause Fußball gespielt und auch mit Peter Maffay hat sie sich einige Male unterhalten. Die 53-Jährige will so lange wie möglich noch mitarbeiten in der Branche. Zukünftig allerdings nur noch im Nebenjob, denn vor kurzem erhielt sie eine gute Nachricht. Sie kann als Reinigungskraft jetzt 5 Tage die Woche arbeiten. Das freut Corinna Stammer sehr. Für sie ist damit endlich Schluss mit der Aufstockerei. Thank you.